Ein zweites ist mir wichtig. Ich möchte noch mal gerne auf die Kinder und Jugendlichen spezifisch zurückkommen. Wir sind natürlich zu Recht, weil wir die Schulsituation sehr plastisch im Moment vor Augen haben, stark bei den jüngeren Kindern in den Diskussionen. Wir haben auch ein großes Thema bei denen, die letztes Jahr und dieses Jahr ihre Schullaufbahn ohne Abschluss beendet haben, die jetzt gerade in Maßnahmen sind oder nicht in Maßnahmen sind. Das heißt, Jugendliche, mit denen wir zum Beispiel in der Jugendwerkstatt oder in der Radstation Bikehaus und so arbeiten, die eigentlich jetzt eine besondere Unterstützung brauchen, und zwar auf verschiedensten Wegen, damit sie nach dem, was sie jetzt an Anschlüssen verpasst haben, auch doch wieder einen Zugang zum Arbeitsmarkt oder zu einer Ausbildung finden. Ich glaube, das ist so die Gruppe, die wir im Moment zwar mit irgendwo im Blick haben, aber das sind diejenigen, die jetzt im Moment gerade in diesen Abschlussjahrgängen waren, die es extrem schwer haben. Ich habe mit einer Gruppe von Studierenden im Moment Kontakt. Die haben letztes Jahr in Bonn angefangen. Die haben zum Teil ihre Uni nicht mehr als zwei oder dreimal gesehen bisher. Die kennen ihre Dozenten überhaupt nicht persönlich und so Geschichten. Die haben im Moment alle Probleme, ihre Jobs, die sie eigentlich im Moment brauchten, um sich über Wasser zu halten als Studierende, zu organisieren, weil die haben keine Nebenjobs als Kellner oder sonst was im Moment und sind deswegen in der Bredouille. Also da sind auch viele andere Jüngere, wo wir auch hingucken müssen. Ich finde das völlig richtig, dass wir stark in die Schulen gucken, aber da sind noch ein paar mehr Themen, die uns jetzt auch Corona-bedingt echt herausfordern. Frau Schweiber-Schickmann. Ja, vielen Dank, Herr Schneider. Ich finde, das haben Sie auch nochmal super auf den Punkt gebracht. Und ich würde nochmal gerne das, was Frau Hilbrand und Sie gesagt haben, bezüglich der Informationen aufgreifen, weil wir ja auch überlegen müssen, wie können wir das machen. Und ich glaube, wo man die Leute ja immer gut erreicht, ist ja in ihren vertrauten Umgebungen. Das heißt, eigentlich muss man Kita-Erzieherinnen schulen und muss Grundschullehrerinnen, OGS-Betreuerinnen und alle Lehrer, Ausbilder im Prinzip als Multiplikatoren nutzen, dass die eben aufklären und dafür begeistern und dass man im Prinzip auf ganz vielen verschiedenen Kanälen eben darüber aufgeklärt wird, informiert wird und dass einem der Sinn der Impfungen dann klar ist und dass man auch keine Angst haben muss. Und ich glaube auch, dass die Impfung eigentlich letztendlich das einzige, unsere einzige Chance ist, eine gewisse Normalität eben auch wirklich langfristig dann zurückzugewinnen. Ich finde, sobald wieder der Wechselunterricht ist, plädieren wir für die Zelte an den Schulen und an den Kitas, wo sowohl getestet und aufgeklärt wird und das in allen Sprachen. Das wäre doch ein guter Ansatz. Herr von Grünberg. Ja, erstmal wollte ich darauf hinweisen, dass heute die Integrationsbeauftragte mir, aber wahrscheinlich auch vielen anderen, nochmal eine Übersicht gegeben hat mit ganz vielen Informationen zu Corona in vielen Sprachen. Das wäre sicherlich nicht falsch, wenn Sie das nochmal aufnehmen könnten und dass das jedenfalls verbreitet wird und nicht nur in irgendwelchen Formblättern hängen oder in irgendeinem Aktenordner hängen bleibt. Das heißt, wir müssten eigentlich jetzt versuchen, diese Informationen massiv weiterzugeben. Zweites Problem ist die Frage Ausbildung. Ich habe das gerade als Mieterbund mitgekriegt, wie schwierig es ist, heutzutage einen Ausbildungsplan zu machen. Denn wesentlich ist für die Ausbildung, dass man anwesend sein muss. Und wenn man nicht anwesend ist, sondern im Homeoffice ist, kann man eigentlich keine Ausbildung machen. Wir haben jetzt als erstes, sagt die IHK, verhandelt mit denen, wie unser neuer Ausbildungsplan sein muss, damit wir überhaupt die Genehmigung kriegen, eine Ausbildung jetzt zu machen. Und das scheint mir wahrscheinlich ein gravierendes Problem zu sein. Bei Handwerksberufen vielleicht nicht so sehr, aber bei allen Büroberufen oder bei denjenigen, wo die Anwesenheit jetzt nicht möglich ist, scheint mir das ein echtes Problem zu sein. Und es wäre vielleicht auch nicht falsch, wenn die, sag mal, soziale Szene nochmal mit dem IHK das beredet, wie eigentlich die Situation wirklich ist. Ob sie gravierend ist, weil ich mir schon vorstellen kann, und das ist ja ganz schrecklich, wenn Jugendliche jetzt auch noch keinen Ausbildungsplatz mehr kriegen, jedenfalls keinen gewünschten, weil sie sagen, ja, ich kann aber keine Ausbildung machen, weil ich ja anwesend sein muss und da lässt mich keiner in dieses Büro. Frau Henkel? Also, ich würde das gerne aufgreifen nochmal mit dem Thema gesundheitliche Aufklärung. Und zwar bin ich mir jetzt nicht ganz hundertprozentig sicher, ob wir es auch im Forderungspapier oder im Strategiepapier formuliert haben. Aber wir haben ja
sehr positive Erfahrungen im Bereich der frühen Hilfen mit dem Einsatz von Familienhebammen, zum Beispiel in Familienzentren mit der Hebammen-Sprechstunde. Ne, das sind jetzt wirklich nur so punktuelle Angebote. Aber das sind sehr gute Erfahrungen, die wir machen. Wir bauen das ja auch aus. Also ich sage mal so, dieser Brückenschlag vom Bereich Kinder- und Jugendhilfe zum Gesundheitswesen, der wächst ja. Und ich finde, das ist eine gute Idee, nochmal zu überlegen, wie kann man tatsächlich Gesundheitsberufe mehr auch in den Bildungsbereich mit aufnehmen. Weil ich tue mich sehr schwer eben mit dieser Vorstellung, dass die Lehrer jetzt diese Testung machen bei den Kindern. Und ich bin der Meinung, nein, da gehören Gesundheitsberufe hin, die das machen. Das müssen Gesundheitsberufe sein, die dann in den Unterricht vielleicht mit eingebunden sind, die in die Kitas mit eingebunden sind. Gerade auch wenn wir so auch für Entwicklungsthemen bei kleinen Kindern machen wir da auch sehr gute Erfahrungen mit Familiengesundheitskinderkrankenpflegerinnen. Also da gibt es noch viele Möglichkeiten, wo wir einfach interdisziplinärer in den Einrichtungen arbeiten können, weil je mehr wir fordern, irgendwie, das sollen die ErzieherInnen noch machen, das sollen die LehrerInnen noch machen, dann stoßen wir da natürlich auch auf Widerstand, weil da ja auch schon sehr viel andere Aufgaben sind. Das heißt, das finde ich spannend zu überlegen, was können wir da für Konzepte entwickeln, nicht nur im Bereich der frühen Hilfen, auch darüber hinaus bis eben in das junge Erwachsenenalter. Und da sind natürlich dann auch die Themen Impfen und viele andere mit inbegriffen und können damit inkludiert werden. Es liegt eigentlich so sehr auf der Hand, dass es fast fatal ist, dass das an keiner Stelle passiert und tatsächlich die Professionen da jeweils grenzüberschreitend arbeiten müssen. Frau Schwaber-Schiffmann? Ja, ich würde das absolut begrüßen, wenn das interdisziplinärer laufen würde. Und ihr habt ja auch wirklich gute Erfahrungen gemacht, Anja, mit den Familienhebammen. Und das ist das, was ich meine, dass das in einem Setting passieren muss, in dem eine vertrauensvolle Atmosphäre herrscht. Ne? Und deshalb, ich finde die Multiplikatoren, die Erzieher und die Lehrer oder Lehrerinnen insofern auch wichtig, weil das eben Vertrauenspersonen sind. Vielleicht müssen wir auch kurzfristig und langfristig denken oder mittelfristig, dass wir kurzfristig sagen, man muss Multiplikatoren nutzen, die vor Ort sind, die wir haben, und mittelfristig, kurz bis mittelfristig, dass man interdisziplinärer denkt. Das wäre so toll, wenn wir Schulkrankenschwestern hätten an allen Schulen, ne, die sich auch um Kinder mit Entwicklungsproblemen oder um Kinder mit chronischen Erkrankungen kümmern, ne, Diabetiker oder Kinder, die regelmäßig Medikamente einnehmen müssen. Wenn die in den Kitas auch vor Ort wären, das wäre super interdisziplinär. Ne? Aber kurzfristig erreichen wir das sicherlich nicht. Das ist eine wunderbare Überleitung. Wir haben jetzt sehr auf jetzt geguckt und haben ja auf jeden Fall ein sehr ganz deutlich dieses Informationsdefizit oder die fehlende Brücke, die da gemacht ist, festgestellt. Aber wenn wir abschließend einmal gucken, was erwartet uns und können wir das jetzt schon ermessen? Gibt es dazu ja so erste Ideen oder Befürchtungen, die Sie hier uns noch mitteilen können, eben für die man sich auch gut wappnen sollte? Also dieser Ansatz mit interdisziplinären Professionen reinzugehen, ist ja schon eine Perspektive für die Zukunft. Wahrscheinlich gibt es andere. Wollen Sie direkt dazu nochmal, Frau Schwaber-Schiffmann, was sagen? Genau, also ich glaube, es gibt ja die Studien, die schon sagen, dass es wahrscheinlich oder sicher lange Jahre dauern wird und dass es einige Probleme gibt, die uns noch lange begleiten werden, beziehungsweise die Kinder und Jugendlichen lange noch begleiten werden. Aber ich finde auch wichtig, dass wir eine Perspektive schaffen und eben überlegen, was man kurzfristig machen kann. Und in der Stadtgesellschaft war zum Beispiel neulich auch die Idee entstanden, dass man vielleicht jetzt zu Beginn des Schuljahres, dass man den Beginn des Schuljahres jetzt anfängt zu planen und dass man zum Beispiel einen runden Tisch macht, an dem Vertreter der Schulleiter, Vertreter der Schülerinnen, der Eltern und auch des Schulpsychologischen Dienstes, ne, die haben einen guten Überblick über die Sorgen, Nöte und Bedarfe der Kinder und Jugendlichen und auch Vertreterinnen der Stadt, dass sie da teilnehmen und dass man jetzt überlegt, wie startet man in das neue Schuljahr und das Gleiche gilt auch, wie startet man in das neue Kita-Jahr.
Es gibt sicherlich Kinder und Jugendliche, denen damit gedient ist, dass sie eine Möglichkeit bekommen, das Schuljahr zu wiederholen oder auch später eingeschult zu werden. Aber das kann ja nicht die Regel sein, sondern man muss ja wirklich auch versuchen, individuelle Lösungen dann zu finden und allen irgendwie gerecht zu werden, weil wir ja schon festgestellt haben, dass man eben nicht alle über einen Kamm scheren kann und dass es sehr unterschiedlich ist, wie man mit der Krise klarkommt und nicht. Herr Schneider? Also ich glaube, so richtig überraschend und so weiter in die Zukunft zu blicken, ist es überhaupt nicht. Also das eine, ich glaube, das ist völlig klar, auch das, was wir letztes Jahr Caritas und Diakonie zum Beispiel mit der Teilhabestudie für Bonn alles an Themen nochmal rausgefunden haben und wo die verortet sind, das sind die Hausaufgaben. Das ist unsere beherzte Hausaufgabenliste, die wir auch am Runden Tisch gegen Kinderarmut jedes Mal miteinander besprechen und stückchenweise versuchen, darin voranzukommen. Das ist Punkt eins für mich. Der Punkt zwei, da schiele ich jetzt dann doch auch mal aus Bonn hinaus in Richtung Berlin. Wir haben im September Bundestagswahl. Das, was wir hier in dieser Runde allein an Themen besprochen haben und was da alles deutlich ist und offensichtlich ist, möchte ich auch behaupten, das sind die Themen, die wir den Politikern im nächsten Deutschen Bundestag auf den Weg geben müssen. Da gehört Gerechtigkeitspolitik, da gehört Bildungspolitik, da gehört Wohnungsbaupolitik, da gehört eine Menge mit dazu von den Dingen, die wir jetzt noch mal deutlicher zu sehen bekommen haben. Und ein drittes wäre mir noch mal wichtig. Ich glaube, es gibt natürlich auch schon Dinge, die gut angefangen sind, wo die Diskussionen nach der ersten Welle angefangen haben. Ich erinnere mich an die Veranstaltung Frau Henkel, als wir die Studie, die gemeinsam auf den Tisch gekommen ist, miteinander besprochen haben. Da waren ja eine Menge Themen drin. Manches davon hat angefangen, jetzt in Diskussionen einzufließen. Aber wir merken, das ist bei Weitem noch nicht beherzt genug in den Köpfen drin. Da muss mehr passieren, das muss in Gang kommen. Ich habe überhaupt kein Verständnis, dass auch jetzt fast ein Jahr nach den Erfahrungen vom letzten Sommer Diskussionen wie die Frage, ob denn ein Laptop ein Lernmittel ist, noch geführt werden müssen. Natürlich ist er das. Wir haben alle eingesehen, dass es ohne diese Ausstattung für Schüler überhaupt nicht mehr geht, wenn sie eine zeitgerechte Bildung erfahren wollen. Und. Die Liste ist lang, brauche ich hier nicht zu wiederholen. Aber das sind die drei Blickrichtungen, die ich habe. Unsere Kernthemen sind da. Die Bundestagswahl sollten wir dazu nutzen, die voranzubringen. Und wir müssen an den Dingen weiterarbeiten, die wir erkannt und angefangen haben. Danke. Es gibt jetzt noch zwei Wortmeldungen, Uli Hamacher und Anja Henkel. Ich denke, der eine Punkt ist, wir müssen konzeptionell nachdenken. Oder sagen wir, die jeweils zuständigen Institutionen müssen konzeptionell nachdenken. Am Beispiel Bildung und Schulen ist das gesagt worden. Das gilt auch, nicht vorrangig, aber auch für die Digitalisierung. Das deutsche Bildungssystem ist ohne Digitalisierung gedacht. Das ist im Jahre 2021 unabhängig von der Corona-Krise vollkommen absurd, aber es ist so. Da muss konzeptionell gedacht und gearbeitet werden. Das andere ist, es geht auch um politische Schwerpunktsetzungen. Also auch schon vor der Corona-Krise. Entweder will man Kinderarmut wirklich bekämpfen oder man will es nicht. Und bisher wollte die Politik es nicht wirklich. Das muss sich ändern. Kindergrundsicherung oder sowas. Entweder will man die Wohnungsnot, insbesondere für Menschen mit geringem Einkommen, wirklich lösen. Das erfordert eine ganz andere Wohnungsbaupolitik als die bisherige, oder man will es nicht. Das sind politische Entscheidungen und ich denke, dass das auch für die Bundestagswahl ein Punkt ist. Die Wohlfahrtsverbände werden sich an der Stelle nochmal stark machen. Das sind die Themen, die in der Bundestagswahl in der Zeit davor eine Rolle spielen müssen. Frau Henkel. Ja, ich würde es auch gerne nochmal aufgreifen, dass wir einfach nochmal mehr auch an dem Thema kinderfreundliche Gesellschaft, familienfreundliche Gesellschaft arbeiten müssen und da insbesondere auf die Planungsbereiche gucken. Eigentlich egal in welchen Lebensbereichen sollte Planung, sollten familienpolitische Themen in die Planung mit einfließen. Also bei uns zum Beispiel in dieser Studie, die Herr Schneider auch gerade nochmal angesprochen hatte, war ja auch ganz klar schon im ersten Lockdown das Thema Vereinbarkeit Familie und Beruf. Ich meine, da ist es den Familien natürlich total auch, das kam ja jetzt von jetzt auf gleich, ne? Da durften die Kinder ja gar nicht in die Kita und sie mussten das irgendwie vereinbaren. Aber das Problem war ja auch schon vorher da, dass wir nicht genug Kita-Plätze haben, dass wir nicht genug OGS-Plätze haben, dass Eltern da wirklich in einem Spagat sind, eigentlich in so einem Dauerspannungszustand, um irgendwie so die Situation bewältigen zu können. Und da müssen wir natürlich die Wirtschaft auch noch mal viel mehr ins Boot holen. Da müssen wir zukunftsorientierte Arbeitszeitmodelle entwickeln und. Und
da ist einfach mir nochmal wichtig, eben dieser Punkt, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, dieser Punkt Wertschätzung von Familien. So eine Sache, die liegt mir jetzt auch noch so wirklich auch aus dem Bereich Frühe Hilfen auf dem Herzen, um das nochmal so anzubringen. Ich meine, wir haben durch Corona sind etliche Kinder ohne ihren Vater auf die Welt gekommen. Die Väter hatten teilweise Betretungsverbot in den Kliniken, beziehungsweise dürfen sie wieder in die Klinik, aber zu einem sehr späten Zeitpunkt. Das sind auch Familien, die wir jetzt kennenlernen und die wir betreuen. Und das hat uns so beschäftigt und auch so schockiert. Ne? Wir tun so viel, um wirklich den Anfang auch, damit der Anfang gut wird, weil das wissen wir ja auch, wie wichtig der Anfang ist. Und das würde ich mir für die Zukunft wünschen, dass das einfach noch mal mehr im Bewusstsein ist, dass Familien von Anfang an da auch einen besonderen Stellenwert brauchen, Kinder, Familien. Das war ja eigentlich ein wunderbares Schlusswort an der Stelle. Und es zeigt sich, dass die Corona-Krise nicht allein das Problem ist, sondern dass das Problem auch schon an ganz anderen Stellen übergeordnet eine Rolle spielt, welchen Stellenwert Kinder und Jugendliche in unserer Gesellschaft haben. Und das merkt man eben auch an den Maßnahmen. Vielen Dank. Ich beende jetzt hier die Aufnahme.